15 starke Zeichen, dass die Chemie zwischen zwei Leuten stimmt. Hast du schon einmal jemanden getroffen und dich sofort angezogen gefühlt, als ob Funken von deren Körper zu deinem wanderten und ihn erzittern ließen? Du hast dich gefühlt, als hättest du eine außerkörperliche Erfahrung, etwas, das einfach nur klickte, und plötzlich befandest du dich in einer Welt, die für zwei gemacht war. Irgendwie flüsterte dir deine Intuition zu, dass er genauso empfand. Nun, das ist es, was passiert, wenn die Chemie zwischen zwei Menschen stimmt. Die Sache mit der Chemie ist, dass sie nicht erzwungen werden kann. Es ist eine natürliche, unbestreitbare Verbindung zwischen zwei Menschen. Die Art von Verbindung, nach der sich jeder sehnt, aber nur wenige wirklich finden. Gegenseitige Chemie ist eine der besten Möglichkeiten, eine Beziehung zu beginnen. Aber sie ist nicht kugelsicher und kann irreführend sein. Während also die Chemie wichtig ist, ist es noch wichtiger, etwas daraus zu machen. Leute, die es teilen, müssen herausfinden, ob mehr dabei ist als Anziehung. Gibt es eine Verbindung auf jeder Ebene? Habt ihr das, was es braucht, um eine Beziehung einzugehen? Seid ihr potenzielle Seelenverwandte? Gibt es Anzeichen von emotionaler Anziehung? Alles in allem ist der beste Weg, die Chemie zwischen zwei Menschen zu beurteilen, indem man sie als ein enormes Potenzial für eine großartige Beziehung betrachtet. Es ist der erste Schritt zu etwas, das erstaunlich sein könnte, wenn die Leute, die es teilen, kompatibel sind. Wenn sie sich wirklich in jedem Aspekt und auf jeder Ebene gefunden haben und wenn sie bereit sind, sich von passender Chemie zu einer Beziehung vorzuarbeiten, indem sie sich gegenseitig bemühen. Wenn du diese Art von Magnetismus mit jemandem erlebst und glaubst, dass da noch etwas mehr dran ist, wird es zwischen euch beiden einige starke Zeichen der Chemie geben, die ihr einfach nicht übersehen könnt. Erstens, Fesselung. Ihr fühlt euch ohne ersichtlichen Grund zueinander hingezogen. Ihr habt vielleicht nur ein paar Worte gewechselt und kennt euch kaum, aber es gibt immer dieses vertraute Gefühl. Es fühlt sich an, als ob ihr euch schon näher kennt. Du fühlst dich, als seist du in ihren Gedanken genauso wie sie in deinen, und du kannst nicht erklären, warum das so ist. Es ist eine Art Schwingung in der Luft zwischen euch beiden. Und auch wenn man sie nicht sehen kann, ist sie sehr stark zu spüren. Diese Stimmung ist es, die euch dazu bringt, aufeinander zuzugehen. Zweitens, Augen lügen nie. Ihr könnt einfach eure Augen nicht voneinander lassen. Ihr betrachtet euch gegenseitig von oben bis unten und haltet manchmal sogar einen längeren Blickkontakt. Obwohl es nicht immer einfach ist, sich tief in die Augen zu blicken. Man bekommt dieses Gefühl der Schüchternheit. Und wenn du merkst, dass sie dich beim Anstarren erwischt haben, schaust du weg und tust, als wäre nichts passiert. Und es passiert auch umgekehrt. Und auch wenn es kindisch erscheinen mag, macht es das nicht weniger wahr. Diese Kindlichkeit, die ihr empfindet, verleiht der Chemie ihren Geschmack. Drittens. Dein Lächeln ist ein verräterisches Zeichen. Es gibt keinen besseren Beweis für Chemie, der mehr sagen kann als ein einfaches Lächeln. Jedes Mal, wenn das Objekt deiner Zuneigung deinen Weg kreuzt, kannst du nicht anders als zu lächeln. Die Sache ist, dass ihr mit eurem Herzen und eurer Seele lächelt und nicht nur mit eurem Gesicht. Also ist die Zuneigung, die ihr zueinander empfindet, unbestreitbar. Es ist lustig, wie jemand, der praktisch ein Fremder ist, deinen ganzen Tag erhellen kann, und das ist es, worum es bei der Chemie geht. Viertens, ihr sprecht dieselbe Sprache. Ich bin wirklich versucht, hier die Sprache der Liebe zu sagen, aber es klingt so kitschig, auch wenn es bis zu einem gewissen Grad wahr ist. Es geht hier nicht nur um die Möglichkeit der Liebe, es ist, als hättest du einen Teil von dir in jemand anderem gefunden. So wie ein neuer bester Freund, der auch etwas mehr zur gleichen Zeit ist und dem du dich anvertrauen kannst.
Was auch immer das Thema ist, ihr versteht einander ohne lange Erklärungen. Ihr könnt die Gedanken des anderen beenden. Ihr habt ähnliche Ansichten. Ihr seid die Einzigen in einem überfüllten Raum, die über denselben Witz lachen. Ihr sprecht beide fließend Sarkasmus. Fünftens, angenehme Stille. Auch wenn ihr euch in Situationen befindet, in denen ihr nicht sprechen müsst, fühlt ihr euch wohl. Es ist nicht nötig, ein Gespräch zu erzwingen, wenn ihr keine Lust zum Reden habt. Du könntest müde sein oder von einem hektischen Tag erschöpft. Oder du könntest einige Schwierigkeiten haben. Was auch immer es ist, die Stille zwischen euch ist nie unangenehm. Und selbst wenn ihr nichts sagt, spürt ihr die Gegenwart des anderen und das bringt euch Frieden und Freude. Sechstens, die Schmetterlinge in deinem Bauch drehen durch. Jedes Mal, wenn du weißt, dass ihr euch treffen werdet, fühlst du dich nervös. Aber es ist ein gutes Nervös, weil man sich so aufgeregt fühlt zu wissen, dass man die Person sieht, die man wirklich mag. Es ist diese Vorfreude, die diese Schmetterlinge in deinem Magen eher wie Elefanten erscheinen lässt. Und wenn ihr euch beide trefft, schlagen eure beiden Herzen wie verrückt, dass ihr sie fast hören könnt. Aber was du nicht verbergen kannst, ist das nervöse Gefühl, das dich ein wenig schreckhaft macht, ein bisschen albern und nicht zu vergessen tollpatschig, immer wenn du in seiner Nähe bist. Siebtens, ihr seid immer aufeinander konzentriert. Wenn ihr unter ein paar Freunden oder in einer größeren Gruppe von Menschen seid, achtest du immer darauf, was deine andere chemische Hälfte zu sagen hat. Selbst in Situationen, in denen alle anderen Menschen sie völlig ignorieren. Manchmal merkst du, dass sie zuhören, auch wenn sie kein Zeichen davon zeigen, weil sie die einzigen sind, die dir eine Art Feedback geben. Ganz zu schweigen davon, dass du dich ausschließlich auf sie konzentrierst, sodass es keinen Zweifel daran gibt, dass die Chemie auf Gegenseitigkeit beruht. Achtens, Körpersprache spricht Bände. Es geht nicht nur darum, die Augen zu verschließen und Blicke auszutauschen. Wenn man genau hinschaut, sieht man, dass sich ihre Pupillen erweitern. Nach Ansicht der Wissenschaftler geschieht dies, wenn wir in der Nähe der Person sind, die wir mögen, und wir sehr aufgeregt sind, sie zu sehen. Es gibt viele körpersprachliche Zeichen, die tiefgehende Geschichten über die Chemie erzählen können. Wie zum Beispiel tiefes Atmen, rosige Wangen, gegenseitig nachahmende Bewegungen, Lippenlecken, sich zu dir neigen, den Arm leicht berühren und so weiter. Unterm Strich kann die Körpersprache die gegenseitige Chemie nicht verbergen. Sie verstärkt sie nur. Neuntens, euer nächstes Treffen kaum erwarten können. Ihr könnt es kaum erwarten, euch wiederzusehen. Du zählst die Tage, Stunden und Minuten, bis ihr in der Lage seid, die gleiche Luft zu atmen. Weil es nicht wichtig ist, was ihr tut oder wohin ihr geht. Es geht darum, in ihrer Nähe zu sein, was dich glücklich macht. Ihr beide arrangiert Gruppentreffen nur, um euch zu sehen. Ihr seid immer die Letzten, die diese Zusammenkünfte verlassen, weil ihr über alles und jeden reden müsst. Ihr ertappt euch dabei, dass ihr euch nie aus den Augen verlieren wollt. Zehntens, sich gegenseitig necken. Ihr ärgert euch grundlos gegenseitig. Ihr tut das nur, um eine Reaktion zu provozieren oder das Territorium zu testen und zu sehen, wo der andere in bestimmten Situationen steht. Ihr habt nie die Absicht, den anderen beleidigen oder ihn schlecht fühlen zu lassen. Das ist mehr wie ein Wortspiel, mit dem man die Dinge interessant hält und das Gespräch auf eine lustige, zänkische Art und Weise lenkt. Deine Freunde haben das wahrscheinlich schon aufgegriffen und euch als altes Ehepaar bezeichnet. Elftens, subtil flirtend. Du willst nicht, dass jemand um euch herum merkt, dass zwischen euch beiden etwas mehr läuft, als man auf den ersten Blick sieht. Wahrscheinlich, weil du selbst noch immer Dinge herausfinden musst und die Zeichen entschlüsseln, deshalb flirtet ihr subtil. Also fühlen sich unschuldige Küsse auf die Wangen für euch beide so intensiv an,
Umarmungen dauern länger, als sie sollten, und ihr drückt euch immer eng aneinander. Möglicherweise streicht ihr mit eurer Hand den Rücken des anderen rauf und runter. Jeder Körperkontakt ist höflich und freundlich, aber gleichzeitig so angespannt, dass es kaum auszuhalten ist. Und wie ich schon sagte, ihr habt eure eigene Art von Sprache, also benutzt ihr sie auch zum Flirten, ohne sie zu offensichtlich zu machen. Vielleicht tauscht ihr sogar ein paar flirtende Nachrichten aus. Die Texte dienen als Beweis dafür, dass die Chemie zwischen euch so stark ist, dass ihr euch auch dann noch eng und verbunden fühlt, wenn ihr nicht in der Nähe des anderen seid. 12. Zeit ist relativ. Jedes Mal, wenn ihr Zeit miteinander verbringt, verliert ihr die Zeit aus den Augen. Also sind 5 Stunden, in denen ihr rumhängt, eher 5 Minuten. Es fliegt einfach so schnell vorbei, ohne dass ihr es merkt. Und du weißt, was man sagt. Zeit fliegt, wenn man Spaß hat. Aber die Zeit fliegt auch, wenn man bei der richtigen Person ist. Wenn man mit der richtigen Person zusammen ist, gibt es zahlreiche Themen zu besprechen und man kann sich nicht langweilen, selbst wenn man wollte. Selbst wenn ihr in völliger Stille sitzen würdet, würdet ihr die Gesellschaft des anderen genießen. Die Sache ist, dass ihr euch auf eine Weise verbunden fühlt, die ihr nie für möglich gehalten hättet. Du hast das noch nie mit jemand anderem erlebt, deshalb bleibt nie genug Zeit und alles endet zu früh. 13. Es geht um die kleinen Dinge. Du bemerkst das neue Hemd, das sie tragen, und du machst ihnen Komplimente. Du merkst, dass sie gerade einen neuen Haarschnitt bekommen haben, der sie heiß aussehen lässt. Sie erinnern sich, dass du gesagt hast, dass du Kokosnussschokolade liebst, also werden sie dich beim nächsten Mal mit der gleichen Schokolade überraschen. Du erinnerst dich, wie sie ihren Kaffee trinken. Sie können sich an eine Geschichte erinnern, die du ihnen vor einem Monat erzählt hast. Und sie können sie bei Bedarf sogar nacherzählen. Die Zeichen der Chemie sind am auffälligsten, wenn man auf diese kleinen, wenngleich großen Dinge achtet. Die Details, die alle anderen verpassen, aber über die du den Überblick behältst, weil die andere Person wichtig ist und ihr beide mehr als interessiert aneinander seid. 14. Mysterium und Erwartung. Mysterium und Chemie gehen Hand in Hand. Du musst die Person nicht unbedingt gut kennen, zu der du dich hingezogen fühlst. Das Mysterium ist es, was dich süchtig macht. Du willst mehr und mehr über die andere Person wissen. Und natürlich fangen wir an, die besten Wege zu finden, um das zu erreichen. In gewisser Weise kann die Chemie also als ein Rätsel betrachtet werden, das ihr beide gerne lösen möchtet. Ihr habt einige Fakten und Wissen übereinander, aber das meiste davon wird geraten. Das gegenseitige Kennenlernen und Lösen des Rätsels wird euch also auch zeigen, ob diese Chemie zwischen 2 Menschen wirklich nachhaltig ist und ob es eine Basis gibt, auf der ihr eine Beziehung aufbauen könnt. Es ist nie eine gute Idee, zu früh zu viel zu enthüllen. Also nehmt euch Zeit, das Rätsel zu lösen. Lernt euch Schritt für Schritt kennen. Ein bisschen Mysterium ist gut für euch beide. 15. Die unvermeidliche sexuelle Spannung zwischen euch. Die Chemie, die ihr teilt, macht jede Situation, in der ihr euch befindet, unglaublich angespannt. Ihr fühlt euch in jeder Hinsicht zueinander hingezogen, also ist sexuell nicht ausgeschlossen. Durch all die oben genannten Zeichen ist eure Lust aufeinander irgendwie miteinander verflochten. Eure Witze sind voller sexueller Implikationen. Eure Körper sind voller sexueller Spannungen, die nur darauf warten, erlöst zu werden. Körperliche Anziehung und sexuelle Spannung sind sicherlich nicht die wichtigsten Zeichen der Chemie, aber genauso wichtig wie der Rest. Die beste Art der Chemie ist diejenige, die alle Komponenten von Körper, Seele und Geist umfasst. Und mit diesen wirst du feststellen, dass du einen Schritt näher dran bist, jemanden zu finden, mit dem du dein Leben für immer verbringen kannst.
Neben diesen 15 Zeichen der Chemie zwischen zwei Menschen gibt es auch eine wissenschaftliche Erklärung, warum Chemie auftritt. Kurz gesagt, bestimmte Teile des Gehirns werden aktiviert und wir setzen Hormone wie Oxytocin, Adrenalin, Dopamin etc. frei. Und obwohl das alles wahr ist, betrachte ich die Chemie lieber als etwas Spirituelles, etwas, das sich in dir bewegt und sagt: Ich mag diese Person und ich möchte so viel Zeit wie möglich mit ihr verbringen. Etwas so Einfaches, aber auch Schönes und Einzigartiges, das im Leben nicht so oft vorkommt. Manche Menschen erleben Chemie ein paar Mal in ihrem Leben. Sie haben kontaktfreudige Persönlichkeiten und irgendwie ist es einfacher für sie zu kommunizieren, sich zu öffnen und etwas Vertrautes in einer anderen Person zu finden und sich mit ihnen zu verbinden. Wenn sie natürlich endlich die Person finden, mit der sie ihre Ewigkeit verbringen sollen, werden sie es einfach wissen. Es wird keine Zweifel geben und die Chemie, die sie teilen, wird stärker sein als jede andere, die sie jemals zuvor gefühlt haben. Dann gibt es Leute, die es nie gefühlt haben, aber das ist kein Grund zu glauben, dass sie es nie werden. Sie könnten schüchtern sein, zu beschäftigt fürs Dating oder gebrannt von einem letzten Verhältnis, also verhindern ihre Vertrauensängste sie am Bilden der neuen Verbindung. Doch wenn die richtige Person kommt, gibt es keinen Kommen. Eine weitere wichtige Sache, die ich hier ansprechen möchte, ist etwas, das ich als toxische Chemie bezeichnen würde. Im Gegensatz zur romantischen Chemie passiert die giftige Chemie, wenn man gegen sein besseres Wissen vorgeht. Das passiert, wenn man von Anfang an weiß, dass egal wie sehr man sich zu jemandem hingezogen fühlt, es böse enden wird. Wenn wir uns entscheiden, unsere Intuition und all die roten Tücher vor unserer Nase zu ignorieren, dann geht die Chemie nach hinten los. Wenn es also um jegliche Art von Chemie geht, ist das Beste, was wir tun können, uns auf unsere Intuition zu verlassen, unserem Herzen zu folgen und auf jeden Fall unser Gehirn einzuschalten, damit wir die Gefahr vermeiden können, wenn sie unseren Weg kreuzt.